Zuletzt bei Mario und Luigi Dream Team Bros. Nachdem wir in den Traumtiefen das Monument der Pennhenne wieder aktiviert hatten, erfuhr Traumbert, dass wir das Ultibett zusammenbauen müssen, um die Pennhenne zu beschwören, welche uns dann anschließend helfen soll, Bowser und Antasma zu besiegen und Peach zu befreien. Das Ultibett besteht aus 5 unterschiedlichen Bauteilen und am Pyjama-Gipfel sollen wir nach dem ersten suchen. Was geht, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario und Luigi Dream Team Bros. Wir sind auf der Suche nach dem großen Ultibett, um die Pennhenne zu wecken. Und dafür wurde uns beim letzten Mal empfohlen, wir sollen jetzt zum Pyjama-Gipfel gehen. Und da dachte ich, gehe ich schon mal hin. Allerdings wurden wir direkt von einem, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Muscheldude erwartet. Hallo und herzlich willkommen hier am Pyjama-Gipfel. Grüß dich, mein Freund. Fantastisches Timing, liebe Gäste. Wir haben jetzt eine neue Tour im Angebot. Liebevoll begleitet von... Nein, nicht die Muskeln. Nein, nicht schon wieder die. Den Bezwingern des Pyjama-Gipfels ist diese Tour nicht zu zarte Gemüte. Abgründe werden sich auftun. Seid ihr stark genug für diese Tour, dann solltet ihr sie nicht versäumen. Die Muskelbrüder erwarten euch auf halbem Weg zum Gipfel. Oh Gott. Ich dachte, die werden wir los. Dieses leicht zurückgebliebene... mit gebrochenem Deutsch gesprochene irgendwas, was die da von sich geben, ist ganz gruselig. Ehrlich gesagt, ich glaube, man muss verrückt sein, um diese Tour zu buchen. Da ist doch garantiert was faul. Ihr habt mir aber auch in die Kommentare geschrieben, dass ich auf jeden Fall zuerst die Pyjama-Gipfeltour machen soll, weil wir hier wohl, ja, was recht Wichtiges bekommen. Und auch wenn ich mir nicht 100% sicher bin, was es ist, habe ich eine starke Vermutung. Wir haben ja schon häufig drüber geredet, was uns noch für eine Fähigkeit fehlt, ne? Ich denke, die meisten wissen, wovon ich rede. Ich weiß natürlich nicht, ob es das ist, aber ich vermute es mal sehr stark. Ich werde das einfach mal weiter beobachten. So, warte mal, ich muss mal hier kurz auf die Karte gucken. Habe ich keine Chance, hier die Karte genauer zu beobachten? Ah, doch, hier. Okay, ich bin schon auf richtigen Weg. Ich war mir ziemlich nicht ganz sicher, ob wir auf dem Weg zu den Muskelbrüdern sind oder ob ich irgendwo eine andere Abzweigung hätte nehmen sollen. Aber, nee, soweit noch alles gut. Mal mit Luigis Bohrer-Attacke kommen wir hier auch immer entspannt durch die Lücken. Und dann erwarten die mich hier oben irgendwo. Glaube ich. Es ist irgendwie ziemlich cool, nochmal diesen Berg hier zu besteigen. Ich meine, es ist gar nicht so lange her, seit wir das letzte Mal hier waren. Trotzdem ist es irgendwie nach dieser ewig langen Strandpassage. Warte mal, ich glaube, ich hätte direkt hochgekommen, ne? Oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Es ist irgendwie doch so ein Gefühl wieder, ja, so ein Zurückkommen. Ein Zurückkommen in alte, bekannte Gebiete. Ich weiß, klingt ein bisschen weird, aber fühlt sich auf jeden Fall so an. So. Ich hoffe so sehr, dass wir die Hochsprungfähigkeit hier bekommen. Das wäre wirklich, wirklich cool. Bruderherz. Was ist, Brüderchen? Neue Bergtour ist sich geniestreich, ich denke. Kommen trotzdem kein Touristen, alles zu schwach, alles zu träge. Brüderchen, sei nun besorglich. Kommen sich Bergverrückte sicher bald. Soll etwa werden verrücktes Tour? Du sehen, müssen nur trainieren Muskel von eigener Geduld. Kommen kletterfreundliche Touristen jetzt. Die beiden. Also die habe ich wirklich nicht vermisst. Es ist Zeit für Tour. Ihr kommt für extra verrücktes Bergtour, ja? Hier ist Zeit für die Bezwingung von Berg mit Muskel von Marmor. Marilyn, nee, Bruder, wirklich nicht, nicht mit euch. Was, ihr wollt gar nicht machen Bergtour? Nein, hört zuhören, wir erklären. Dies neuestes Bergtour ist nicht glaublich. Muskeltraining. Pyjama-Gipfel 2. Stahlhartes. Schatztod. Ah, warte mal, Schatz klingt doch interessant. Na, da werden doch Mario und Luigi gleich hellhörig. Uhu, Haugen funkeln bei Reden von Schatz, ja. Muskelbrüder selbst auch noch nicht gesehen. Ultimatives Schatz. Ultimatives. Ultibett. Versteckt auf Berg ist sich Gerücht. Meinung ändern, ja. Jetzt Bergturm machen, ja. Dann jetzt. Aufbrechung. Alles voll. Tour voll wie Ärmel vom Muskelshirt, haben keinen Platz. Ja. Was zur Hölle? Ah, lol, er? Was macht denn Klo? Oh, nee. Sag nicht, der wird jetzt im Laufe dieser Ultibett-Quest noch einen Slot bekommen und einen der 5 Schätze klauen. Ah, das ist doch... Auf diesen Bergwarte für den Body, klar. Klo, das ist aber nicht der Typ zum Klettern. Und diese Muskelprotze nehmen mich nicht mit. Ja, so gemein.
Aber einer wie ich lässt sich nicht behandeln, klar? Meine Rache wird sein, dass ich den Schatz in diesem Haus in Peenemünde stehle. Wer interessiert sich schon für seine alberne Bergtour? Viel Spaß, wenn ich euch da oben die Knie aufschürft, Jungs. Ah, der Dude. Los, geh, Jung. Wir starten Bergtour. Zeit finden, Schatz. Ja, der wird doch safe noch irgendeinen Teil vom Ultibett klauen, welchen wir noch brauchen. Hier kommt... Ist es jetzt schon soweit? Ist steil, ja, ist steil lang. Yes, es ist soweit, Freunde. Nach so langer Zeit. Berg jetzt zeigen sein ganzes Kraft. Ist Muskel von Berg gegen unsere Muskel. Müssen alles geben. Ist Zeit für Training. Heute lernen neue Technik. Ist sich Technik von uns entwickelt über 25 Jahre. Bereit, Bruderherz? Fangen an. Super Mega Ultra Muskeltraining Spezial Doppeleffekt Powersprung. Heißt sich auch Prallball. Hallol? Ein Ball? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich meine, die Fähigkeit ist die gleiche, aber dass wir zu einem riesigen, bouncigen Flummi werden, hätte ich nicht gedacht. Huhu, ist gut, ja. Ist perfekt Synchronisierung von Brüder bei Trainierung von Muskel. Ist möglich zu federn vom Boden wie rundes Gummiball vom Baby. Ja, jetzt ihr dran. Drücken R für Wechsel. Oh lol, jetzt haben wir sogar schon den vierten Slot. Holy shit, wie viele Fähigkeiten hat man in dem Game? A und B-Knopf, gleiches Symbol. Ist praktisch, können anfangen mit jedes Knopf. Diesmal rotes Bruder fangen an. Drücken A. Okay. Bewegung Schiebepad bei Landung, um zu steuern. Aha, ich kapiere. Jetzt ihr kommen zu uns in Form von Ball. Haben geprallt, perfekt. Drücken A für Rückkehrung zu alte Form. Yay, du hast die Brüder-Aktion Prallball gelernt. Mit diesem Manöver kommst du auch an Stellen, die für normale Sprünge zu hoch gelegen sind. Mit diesem Sprung machen Klettersprung an steile Felsen. Hier meistern Prallball, dann Bergball winseln um Gnade. Jetzt, wir gehen weiter, warten weiter vorne. Oh, Wodka ist da vorne ja auch noch. Ihr nutzen Prallball vollkommen zu uns. Ist fantastisch. Ah, okay, damit kann man auch über Stacheln hüpfen. Alles klar. Endlich, Freunde. Wir haben aber auch noch ein bisschen was, sage ich mal, hier zu sammeln. Also auf dem Berg selber war ja noch die ein oder andere Stelle. Also wir werden auf jeden Fall noch einiges an Backtraining betreiben müssen. Weil uns wirklich hier auf dem Berg auch einfach noch einige Slots fehlen, welche nur darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Sehr gut. Aber das klappt doch schon mal gar nicht schlecht. Hier ist nochmal eine wunderschöne Herzbohne und da ist auch, auch nochmal was für uns. Muskelbrüder brauchen 25 Jahre für Entwicklung von Technik. Ihr beherrschen schon nach wenigen Sekunden, ist Wahnsinn. Aber brauchen auch eisernen Muskel, sonst nicht schaffen diese Tour. Ja, ich hab's kapiert. Genau, wir gehen. Tour eben erst angefangen. Die labern halt auch immer wieder denselben Bums. Also, du kannst halt gefühlt, die haben so 4 Textboxen und die werden einfach immer in verschiedenen, wie soll ich sagen, in verschiedenen Abständen miteinander kombiniert. Immer Muskel vom Berg trainieren Muskul, stahlhart Muskul. Da, und das ist immer. Wir hier. Hier klettern. Ist langweilig, warten. Ah ja, bleibt mal ganz entspannt. Ich muss es erstmal gucken, ne? Wo der Spot war. Ah, wir sind jetzt hier. Warte mal, neue Gegnersorte? Das sind doch Dr. Mario-Viecher. Ich meine natürlich Dr. Hübi. Yo, was ist denn hier los? Und natürlich ist Luigi auf die Schnauze gefallen. Ich hüpfe mal auf den. Okay, gelb, rot, blau. Ah, ich kapiere. Ich kapiere. Mega coole Gegner. Mega coole Gegner. So, und Luigi lebt auch. Warte mal, wie heißt gelb, rot, blau? Da machen wir den. Warte mal, gelb, rot, da muss ich den zweimal erwischen. Genau. Und. Hua. Gute Sache. So, und die flüchten? Nee. Oh, verdammt. Als ob ich nicht treffe. Ich treffe. Oh mein Gott, das ist so schlecht, was ich hier mache. Okay, zum Glück sind die so gnädig. Das war ultra schlecht gekontert. Also wirklich schlecht sein Vater war das gekontert. Warte mal, gelb, rot, blau. Wenn ich auf den jetzt einmal drauf hüpfe, gehen die dann drauf? Alle?
Nee, okay. Was geht jetzt ab? Okay, hüpfen? Ah, ich hüpfe die ganze Zeit. Ich hab irgendwie Angst. Sehr gut. Die haben sehr weirde Angriffsmuster. Und irgendwie gehen die auch total schwer drauf. Und ah, ich wollte beim Fuß des Berges noch ein Kisto Latte rauslassen. Damit ich quasi hier meine Brüderpunkte und Leben wieder auffüllen kann. Verdammt, das habe ich jetzt vergessen. Und warum haben die so viele Leben? Warum haben die so verdammt viele Leben? Ich hüpfe immer mit beiden Brüdern, weil das irgendwie teilweise von der Perspektive her wirklich schwer zu sehen ist, wann sie sich jetzt wo befinden. Ich meine, klar, wenn sie von unten kommen, ist es obviously, dass sie zuerst Luigi treffen. Aber wir haben direkt ohne Schäden 37 geschafft. Ja, nice. Die haben uns kein einziges Mal erwischt. Geben wir auch nur 600 Erfahrungspunkte. Also quasi wie jeder andere Lappengegner, den wir ja auch besiegen können. So, aber ich hüpfe jetzt erstmal hier runter, weil wir kommen ja hier wieder hoch. Und wie gesagt, ich meine mich zu erinnern, dass hier oben auf dem Berg war ein Spot, an dem wir nicht rankamen. Ah nee, hier ist das. Hier war der Drogenbrunnen. Irgendwo war hier was. Irgendwo war eine Stelle. Aber das kann vielleicht auch nochmal irgendwo anders gewesen sein. Das war, glaube ich, nicht hier. Nee, das war, glaube ich, weiter unten am Berg. Lass mich nochmal nachgucken. Hier war das. Hier, seht ihr es? Genau, an diesem Spot, wenn ihr unten auf dem Touchscreen guckt. Okay, den merke ich mir, den merke ich mir noch. Dann würde ich aber sagen, gehen wir jetzt zu den Muskelbrüdern. Und verziehen uns wieder von hier. Aber das ist gut, das ist noch auf der Karte. Der Spot, wo wir quasi noch nicht hingekommen sind, ist auf der Karte eingetragen. Dann werde ich mich da schleunigst drum kümmern. Fallschaden gibt's nicht. So, zack, zack, zack. Mit dem Ball kommen wir jetzt wieder hier hoch. Und dann können wir den auch noch hier machen. Yes. Warte, aber stopp mal. Ich habe mich jetzt hier noch nicht genügend umgeguckt, weil jetzt wir sind das erste Mal hier oben auf diesem Plateau. Aber nee, hier ist sonst nichts mehr. So, dann hüpfen wir mal diese wirklich, gut gewollt aus, also gewollt gebaut aussehende Treppe hoch. Wer auch immer die dahin gebaut hat. Auf jeden Fall sehr ehrenhaft, dass er an uns gedacht hat. Das ist so cool, ich mag die Fähigkeit, die taugt wirklich. Ist gut gemacht, sehen aus fein. Haben viel Muskel, jetzt weitergehen, Schatz, warten. Ich sag's euch, das sind fünf Sprechblasen, die immer irgendwie anders miteinander kombiniert werden. Und da ist sogar eine goldene Röhre und da ist nochmal ein Dr. Hübi. Dude, ich glaube, im Erstangriff bringt dir gar nicht so viel, weil wir einfach von allen die Farbe ändern. Aber immerhin kriegen halt alle Damage, das ist echt viel Damage, den man da gibt. Okay, warte mal. Da müssen wir dürfen die nicht aufsplitten. Wir dürfen die nicht aufsplitten. Wie war das? Rot, Gelb, Blau? Ich glaube, ich muss hier noch einmal drauf hüpfen. Verdammt. Es war Rot, Blau, Gelb. Okay, wie merke ich mir das am besten? Rot, Blau, Gelb. RBG. RBG muss ich mir merken. Oh, jo, es geht jetzt ab. Ah, lol, die kann man hier auch kombinieren? Ja, moin. Oh, Mist, jetzt die Geschwindigkeit gesenkt. Wenn der Blaue einen erwischt, sinkt die Geschwindigkeit. Alles klar. RBG muss ich mir merken. So, dann mache ich da. Dann gehe ich da auf Gelb. RBG. Das heißt, ich muss zweimal auf den drauf. Verdammt. Jetzt habe ich einen Tolltreffer gemacht, ihn umgebracht. Oh, come on. So, aber diese komische Parade, die kriege ich jetzt hin. Das sage ich euch. Ja, das sieht doch... Oh, nee. Ich wollte gerade sagen, das sieht deutlich besser aus. Give me a moment, bam. So. Dann ballern R, B, G. Das heißt zweimal auf den. Es kann aber auch gut sein, dass er dann auch drauf geht. Mann, ich mache dauernd Tolltreffer. R, B, G. Zweimal auf den, auch der wird drauf gehen. Safe, ja. Okay, scheiß drauf. Wir kriegen das schon irgendwie hin, wir hauen jetzt einfach weg, ist mir scheißegal. Aber wie gesagt, halt irgendwie, ich weiß nicht, 600 Erfahrungspunkte für die wirkt halt so ein bisschen, ja doch, sag mir wie es ist, wenig, wirkt einfach wenig. So, weg mit dir. Und jetzt stehen nur noch zwei. Und da sollten wir dann, glaube ich, hoffentlich doch in der Lage sein, die wegzuhauen. Jetzt kommen natürlich keine Tolltreffer, ne? Jetzt, wo es vollkommen egal ist, welche Farbe sie wechseln. Oh, Luigi. You had one job. Okay, der läuft jetzt einfach vor, damit wir ihm auf die Fresse geben. So, bitte verprügel mich. Alles klar, ich habe heute einen gnädigen Tag. Für dich doch immer gerne, ne? Also in der Traumwelt kriegt man halt für Gegner, die man viel schneller besiegt, zum Beispiel Piranha-Pflanzen, ebenfalls knapp 600 Erfahrungspunkte. Also
die Kämpfe lohnen sich halt irgendwie nicht so, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber auf der anderen Seite machen die halt auch echt Spaß. Also es ist halt eine ganz andere Art zu kämpfen, sage ich mal. Deswegen ist es halt auch irgendwo ziemlich cool. Ach, Mensch. Ich muss, glaube ich, einfach klüger kombinieren. Ich muss einfach klüger... RBG. Das heißt, einmal auf den. Nein! Ich bin so dumm. Okay, ich... Oh, nein, das war natürlich alles so gewollt. Oh, warte mal. R wird zu blau. Das heißt, wenn ich jetzt auf den noch einmal drauf hüpfe, dann ist die ganze obere Reihe weg. Genau, weil sobald man drei kombiniert, passt das. So, kriege ich das da unten jetzt irgendwie gut kombiniert? Na, okay, jetzt wollen sie alle wieder auf die Schnauze haben. Das ist halt so mit das entspannteste Angriffsmuster überhaupt, weil die einfach sich alle einmal präsentieren, um verprügelt zu werden. So, genau das passiert hier. Warte mal, R wird zu blau und dann zu gelb. Das heißt, wenn ich jetzt einmal auf den drauf hüpfe, kriegen wir ja auch nochmal vier weg. Genau. Und nachdem Luigi noch keine Brüderpunkte verbraucht, weil Luigi in der Traumwelt nicht quasi, also man verbraucht nicht Luigis Brüderpunkte, können wir jetzt hier quasi einfach mit... Oh, ich kick viel zu früh. Zum Glück lebe ich noch. Können wir jetzt hier mit der Shell das alles hoffentlich ganz entspannt beenden. Oh mein Gott, auf den letzten Shell-Hit. Wunderbar. Ich habe übrigens gesehen, Freunde, das ist beim Trikathlon neue Challenges für den Fluttercopter und fürs Bombenderby gibt. Ich glaube, das Bombenderby war in Ordnung. Da habe ich mal kurz reingeguckt. Aber die Fluttercopter-Aufgabe, die sieht schon wieder absolut Horror aus. Also, ich muss sagen, diese Trikathlon-Aufgaben, die werden mich noch irgendwann in meinem... Oh, das ist ein Werfer R, sehe ich jetzt gerade. Die werden mich noch irgendwann in meinen Träumen heimsuchen. Also, diesen S-Rang bei diesen Challenges zu bekommen, ist, glaube ich, so... Ja, man kriegt halt Ausrüstungsgegenstände. Das heißt, es zählt irgendwo zu 100%. Aber Spaß ist halt wirklich was anderes. Also... Ah, jetzt muss ich... Oh, verdammt. Ich habe vollkommen vergessen, wie die kämpfen. Also ich muss wirklich sagen, das ist, glaube ich, für mich bisher so ein bisschen der schwächste Punkt. Ich meine, man muss das Ganze auch relativieren, so nach dem Motto, das Spiel zwingt einen nicht, das zu tun, sondern bietet einem nur eine Extra-Challenge. Also eigentlich darf ich mich gar nicht beschweren, weil ich es nicht machen muss, aber ich habe halt gern 100%, aber 800 Punkte, teilweise 800 Punkte diesen Challenges zu bekommen, das ist Horror. Das ist legit Horror. Also das fühlt sich für mich mehr nach Arbeit als nach Spielspaß an. Und dann frage ich mich immer, ist es immer so klug, auf die 100% zu gehen, wenn es mir keinen Spaß macht? Ich werde noch drüber nachdenken. Ich meine, mein Ehrgeiz wird mich am Ende wahrscheinlich dazu zwingen, es zu tun, weil ich mir einfach nicht die Blöße geben will, es nicht geschafft zu haben. Aber ich denke, ich werde mir dabei noch sehr viel Zeit lassen. Oder ich werde den 3DS einfach mal mit nach Hause nehmen und einfach immer abends vorm Einschlafen ein paar Versuche starten. So ist ja wie so eine Handy-App. So, du musst einfach ein bisschen, passt bloß auf. Wenn du von hier runterfällt, kommt ja nicht so leicht wieder hoch. Oh, okay. Es ist ja quasi so, du wirst ja immer besser und Stück für Stück steigerst du deinen Highscore. Aber, I don't know. Wie gesagt, beim Bombenderby geht's voll fit, weil man da relativ schnell an die 800 Punkte kommt. Also das ist ein... Das ist ein sehr schnelles Minigame. Und das war alles andere als schnell. Oh, bruh. Come on. Warum haben die das nicht... Warum können die eigentlich einfach quasi wieder dahin zurücksetzen, wo man hingehört? Sondern müssen jetzt diesen machen. Warum müssen die hier jetzt einen zurücksetzen? Warum können die eigentlich einfach wieder dahin zurücksetzen, wo man herkommt? Das ist doch bescheuert. Okay, jetzt. Konzentration, Guys. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Einfach ganz entspannt darüber laufen. Wir müssen kein Hexenwerk veranstalten. Oh boy, ich hab so Angst, ne? Wir müssen einfach nur ganz entspannt da rüberlaufen. Aber hier bin ich vorhin gegen die Wand gestoßen, ne? Ja, genau, aber jetzt nicht. Jetzt nicht. So, da muss ich, glaube ich, den hier machen. Da kann man zu weit fliegen? Willst mich verarschen. Okay. Wir leben noch. Ich glaube, hier soll man den Wirbler machen. Ich glaube, man soll hier den hier machen. Ja, dann landet man da, wo man landen soll.
Für eine Brüderhose. Okay, da gucke ich gleich nach, was die macht. Ich will jetzt hier erstmal wieder... Oh Gott, ich bin ja mit Mario hier. Ah! Okay. Was macht die Brüderhose? Ich will hier nicht runterfallen, wirklich nicht. Bestimmt wahrscheinlich irgendwas mit Brüderpunkten, vermute ich. Da ist sie. Erleidest du Schaden mit dem Gegenzug einen BP wiederhergestellt. Erhöht meine maximale Anzahl an BP und senkt meine Verteidigung nur um 4. Das ist eigentlich echt okay. Wie sieht das bei Luigi aus? Er trägt die Angriffshose. Und die Brüderhose pusht ihn nur. Ja, dann 27 Verteidigung und 10 BP. Ja, sowas von. Sowas von her damit. Yes! Bin ich dabei. Da sehe ich mich. Cool. Dann hat Luigi jetzt auf jeden Fall ein schönes kleines Upgrade bekommen. Und warum laufen wir eigentlich hoch? Oh mein Gott, das ist ja so ein 50er Block. Oh, so viel Geld. Hier kriegen wir noch eine Bohne. Sag nicht, wir haben das alles nur für eine Bohne gemacht. Ich meine, ja klar, die sind auch wichtig, aber so. Nee. Doch. Das war alles nur Bonus-Content. Das war alles nur für eine Bohne und eine Hose. Ich meine, die Hose im Endeffekt ist sehr gut, weil Luigi wirklich brauchen konnte und das obviously ein sehr gutes Item ist. Also, es war jetzt nicht verschwendet. Aber irgendwie für so eine Challenge hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Naja, egal. Ist ja, wir haben ja eh zwei Wege. Und da ist es ja irgendwie schön, dass wir jetzt quasi erst den Weg genommen haben, der Bonus-Content ist. Oh, was geht hier ab? Nochmal. Ja. Lol, what? Bruderherz, ist unmöglich. Durch Ring springen ohne berühren? Du rätst wie Hase voll Angst. Nix Muskel. Ah, das müssen wir mit dem Ball machen. Muss Sprung nur sanft sein, nicht zeigen. Ja, wir müssen das safe als Ball machen. Ist Pose voll Albernheit, Bruderherz. Ist wie Eier ohne Schinken. Da sind ja. Was, Muskelbrüder? Haben getan? Ist wichtiges Arbeit. Weg zu Schatz liegen hinter Tor, ich denke. Aber Tor geschlossen ist sich echte Kopfnuss. Hat sich irgendwas mit Ring zu tun, aber einfach kein Glück. Vielleicht kleine Muskel heißen großes Gehirn. Ihr öffnet Tor, dann ihr behalten Schatz. Ja, danke. So, safe müssen wir hier diese Fähigkeit verwenden. Quasi immer schnell agieren. Ja, easy. Das ist tatsächlich sehr entspannt. Ah, was? Ach, verdammt. Ich hätte noch in das Tor hüpfen müssen. Das habe ich zu schnell, zu spät gerallt. Okay, ich glaube jetzt nach oben. Ja, genau, easy. Und dann da rein. Woo! Nicht glaublich. Tor offen. Wir wussten, ihr habt Kraft in Inneres. Aber erstaunlich, dass ihr auch so verrückt auf Berg. Muskelbrüder sagen, ihr verdient ein Geschenk. LOL! Wir kriegen instant eine Attacke geschenkt? Ja, okay. Ja, da sage ich doch nicht nein. Und zwar die Traumaschleuder. Oh nee, es ist bestimmt noch mehr Stuff für den Trickathlon. Ich will den nicht machen. Wirklich nicht. Wir machen instant. Wir machen instant Start. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Wir starten hier instant rein. Ich habe keinen Plan, was ich tun muss. Ich mache einfach das, was mir angezeigt wird. So, wir laufen hinter. Jetzt muss ich B drücken, ne? Ach, ey, ich muss B gedrückt halten. Und dann zielen. Kapiert? Kapiert. Hä? Das wirkt aber im ersten Moment super simpel. Das wirkt wirklich super simpel. Hä, ist das wirklich die ganze Challenge? What? Warum war das nun super? Hä? Okay, warte mal, das probieren wir nochmal. Was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? War ich zu langsam? Die Steuerung ist ganz weird. Die Bewegungssteuerung ist ganz, ganz weird. Ach du Scheiße. Moment mal. Vielleicht, wenn ich auf den 3DS gucke, vielleicht kann ich es dann irgendwie... Vielleicht ist es dann natürlicher?
Die ist ganz komisch. Die wackelt, also... Die ist null präzise, die Bewegungssteuerung. Was zur Hölle? Warte mal. Spielbrett nach unten zielen. B-Knopf gedrückt halten. Neige das System, um zu zielen. Lass den B-Knopf los, um Luigi abzufeuern. What the hell? Also ich glaube, das ist einfach die Bewegungssteuerung vom 3DS zu bad. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich kann die nicht präzise zielen. Es ist legit nicht. Ich bin ein bisschen sauer. Wie kann man denn? Also entweder ist die Bewegungssteuerung von meinem 3DS vielleicht Müll, weil der vielleicht schon sehr alt ist oder so. Kein Plan. Aber das funktioniert mal nullinger. Okay, das hat jetzt einfach... Es geht auf Geschwindigkeit auf jeden Fall. Ich weiß, ich mache immer nach einem exzellenten Feierabend, aber lass mich das bitte noch einmal probieren. Es ist aber auch so, dass Mario und Luigi, glaube ich, nach vorne laufen, nachdem man dann zielt. Also man muss... Es geht auf jeden Fall auf Geschwindigkeit. Das heißt, man muss hier quasi so schnell wie möglich den Dude... Alter! Jo, seht ihr, was hier ab... Wenn das im Trickathlon vorkommt, dann bin ich geliefert. Dann schaffe ich das nicht. Wirklich? No joke, dann schaffe ich es nicht. What the hell? Oh, please, oh, please. Oh, please, mach nicht diesen. Ich kann nicht zielen. Es ist legit nicht möglich. Es ist... Ich werde diese Attacke nicht einsetzen. Also, vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps für mich, aber ich neige mein 3DS und dieses Zielkreuz macht, was es will. Wirklich. Ja, das ist deine Attacke, die werde ich dann vermutlich eher weniger einsetzen. Danke für die 10 Attackenfragmente, aber... Oder vielleicht setze ich die lieber bei großen Gegnern ein. Vielleicht ist es bei so kleinen Gegnern halt sehr schwierig. Vielleicht braucht man irgendwie große Bosse oder so, die man halt besser trifft. Da könnte es vielleicht nochmal Sinn machen. Oh, Schatz muss sein, ganz nah. Hier jetzt weitergehen. Okay, also ich bin sehr gespannt auf eure Erfahrungen mit dieser Attacke. Gebt mir mal Bescheid. Aber das Zielen fühlt sich ganz, ganz unnatürlich und hackelig an. Also nicht irgendwie smooth oder präzise, sondern wirklich einfach nur schlecht. Das kann vielleicht daran liegen, dass der 3DS alt ist oder dass es einfach bad programmiert ist oder dass man den vielleicht, dass die Attacke nicht für kleine Gegner gemacht ist, wie jetzt diese Testziele, sondern vielleicht nur für große Bosse oder so. Ich bin mal auf eure Kommentare gespannt. Schreibt mir da gerne mal eure Erfahrungen dazu in die Comments. So, wir sind jetzt hier in so einer Art alten, leuchtenden Höhle und wir werden hier gerade ausgerüstet. Und da war auch ein Speicherblock. Nochmal ein bisschen Geld. Dann werde ich mal speichern. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, was hier abgeht. Es kann sein, dass hier ein Boss auf uns wartet, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns hier diese Höhle noch etwas genauer anschauen.